Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python Pillow, Bildbearbeitung in Python. Okay, heute geht's weiter und zwar haben wir letztes Mal gesehen, wir haben hier automatisch das Format erkannt, JPEG. Das hat uns einfach erkannt, automatisch, indem wir hier schon ein Python.jpeg reingeschmissen haben in dieses Image.open. Es wird automatisch also erkannt, was ist es jetzt für ein Bild, ist es JPEG, ist es PNG, ist es vielleicht sogar eine GIF, was weiß ich, wird alles automatisch für euch gemacht und deswegen ist Konvertieren eine relativ einfache Sache, deswegen kommt das auch schon als zweites Video. Durchaus, Konvertieren ist sehr, sehr nützlich und deswegen ist es ja auch noch ein Grund, warum ich euch das unbedingt zeigen möchte. Okay, zunächst einmal, damit ihr das Ganze für eure Zwecke super missbrauchen und gebrauchen könnt, machen wir das Ganze ein bisschen generischer. Und zwar sagen wir hier, wir importieren nicht einfach nur, beziehungsweise wir öffnen nicht einfach python.jpg, sondern wir speichern uns das da oben in eine Variable. Und ihr könnt hier oben reinschreiben, was auch immer ihr wollt. Also sagen wir input gleich python.jpg. So, und hier reden wir ab sofort einfach nur noch von der Input-Variable. Okay, und das Print brauchen wir auch nicht mehr. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze in eine PNG-Datei konvertieren. Ihr könnt natürlich jeden Dateityp in jeden Dateityp konvertieren. PNG ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ihr könnt ja natürlich auch mit einer Schleife mehrere Dateien auf einmal konvertieren, aber das bleibt euch überlassen. So, was wir jetzt als erstes machen wollen, ist, wir wollen das Ganze in diesen String, diesen Input-String, da kann ja auch ein kompletter Pfad stehen, hier vorne, den wollen wir aufteilen. Und zwar macht man das mit os.path. os.path Punkt Split Text. So, und jetzt kommt hier der Pfad rein. Der Pfad ist aber genau unser Input. Und ja, wie gesagt, hier kann jetzt ein kompletter Pfad stehen. Was das für euch macht, ist folgendes. Es speichert den Pfad ohne die Dateiendung in F und in E speichert es euch die Dateiendung. Deswegen E für Endung und F für File. Okay. Also jetzt haben wir sozusagen in F Python drinstehen und in E haben wir .jpg drinstehen. Gut. So, und jetzt sagen wir, wir hätten gerne den Output als File, also den kompletten Dateinamen, plus, wir wollen ja was anderes hinten dranhängen, wir wollen eine andere Endung haben, .png. So, und das ist auch schon alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir es, wo wir es speichern wollen. Nämlich in python.png wollen wir das Ganze speichern. Aber Achtung, wir wollen nur speichern, wenn wir nicht python.jpg bzw. die Eingabedatei, die ja vielleicht bei euch oder bei irgendeiner Schleife vielleicht schon eine PNG ist, die wollen wir nicht überschreiben, denn das Überschreiben ist immer so eine Sache, das möchte der User vielleicht nicht. Also möchten wir nur speichern, wenn Input ungleich Output. So, was wir dann machen, ist folgendes. Wir sagen Image.open haben wir schon. Das haben wir ja hier drin in im. Und jetzt sagen wir hier einfach im.save. Und jetzt muss hier der Dateipfad rein, also wo wir das Ganze speichern wollen. Naja, den finden wir ja in Output. Okay, so und schon sind wir fertig. Allerdings kann das Ganze hier jetzt noch einen Fehler werfen. Und, oder auch nicht. Naja, theoretisch kann hierbei ein Fehler auftreten und zwar ein sogenannter IO-Input-Output-Error. Und deswegen packen wir das Ganze hier in Try. Denn wenn es vielleicht irgendwann mal in der Schleife Schwierigkeiten geben sollte, weil irgendein Dateityp unkompatibel ist oder vielleicht habt ihr aus Versehen noch irgendwelche anderen Dateien wie Film oder sowas mit reinkopiert, dann könnte es schwierig werden, Filme als eine .png-Datei zu speichern. Und deswegen sagen wir hier einfach, wir wollen jetzt den Error einfach abfangen und unser Programm soll danach trotzdem noch weiterlaufen. Fehler bei und dann sagen wir hier den Input. Okay, so und jetzt lassen wir das Ganze einfach mal laufen, mal gucken, was passiert. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben hier einen zusätzlich zu dem python.jpg, ihr könnt ein paar Sekunden zurückspulen, wenn ihr gerade nicht hier oben hingeguckt habt. Hier haben wir zusätzlich zu dem python.jpg, das was schon vorher da war, auch ein python.png. Wenn ich das jetzt öffne, dann sehen wir hier, es ist immer noch dasselbe Bild wie python.jpg und das war schon vorher da, das ist erst im Nachhinein reingekommen. Super geil, es hat also funktioniert, wir haben automatisch unser, das alles hier konvertiert und jetzt gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist, indem wir einfach sagen, wieder das, was wir letztes Video hatten. Wir sagen im gleich image.open
Und hier kommt der Dateipfad wie immer rein, python.png. So, und jetzt sagen wir hier print und im.format. Okay, und schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt sehen wir hier, dass es PNG ist, davor war es eine JPEG. Falls ihr euch erinnert, wenn ich hier die alte Datei reinstecke und schaue, dann steht hier JPEG als Dateiformat. Und bei der neuen ist es jetzt ein PNG. Das heißt, das Konvertieren war erfolgreich. Sogar die interne Konvertierung oder das interne, wie es verpackt ist sozusagen, hat sich auch geändert. Das heißt, alles hat super geklappt und wir sind glücklich und können nach Hause gehen. Alles klar. Dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid so ein bisschen reingekommen in die Library. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.